Hallo und willkommen zurück. Alte Welt auf der einen Seite, neue Welt auf der anderen Seite, Status Quo versus Dream Space. Das sieht sehr unterschiedlich aus, denke ich, auch bei Ihnen. Und was sich da auftut, ist ein Spannungsfeld. Und das werden wir uns im jetzigen Video genauer betrachten. Und wir werden auch schauen, welche Elemente dort bei Ihnen hineinspielen in dieses Spannungsfeld und das Ganze transparent machen. Und wir werden auch bei Ihnen genau reinschauen, welche Elemente machen dieses Spannungsfeld denn letztendlich aus und sorgen vielleicht sogar dafür, dass Sie sich noch gar nicht auf den Weg gemacht haben von der alten Welt in die neue Welt. Ganz ähnlich wie im Status Quo können Sie auch hier wieder die Elemente aus Ihrem Erfahrungsbereich in Ihrem Unternehmen skalieren in eine Grafik mit 4 Bereichen. Diese Grafik bildet sich wieder aus 2 Dimensionen heraus. Zum einen betrachten wir eine zeitliche Dimension, nämlich die Dimension von heute bzw. die alte Welt, der Status Quo, bis hin zur Zukunft, zur neuen Welt, zum Dream Space. Auf der anderen Seite betrachten wir, was ist positiv und was ist auf der anderen Seite noch negativ und finden so eine Bewertung von verschiedenen Elementen während Ihres laufenden Change-Prozesses. Lassen Sie mich zur Erklärung der einzelnen Elemente oder zur Erklärung der einzelnen Icons in dem Diagramm eine kleine Geschichte erzählen. Warum sind eigentlich manche Menschen zufrieden mit dem, was sie haben, und andere Menschen wollen Höheres erreichen und wollen einen Wandel haben? Nun, der Wandel wird letztendlich angetriggert durch einen Goldpot, durch ein klares Ziel, das in der Zukunft liegt und einen positiven Einfluss auf Ihr Unternehmen hat. Dieser Goldpot leitet sich letztendlich aus den Informationen ab, die Sie schon im Dream Space genannt haben. Sie können aber hier in dieser Grafik Ihren Dream Space noch einmal zusammenfassen in einem klaren Satz, in einem klaren Wort, in einem klaren Bild. Was ist es genau, was Sie dort anziehen? Wie können Sie das für sich persönlich so konkret wie möglich fassen? In unserer kleinen Geschichte steht dieser Goldpot auf einem hohen Berg. Und es ist natürlich mit hohen Anforderungen verbunden, diesen Berg auch zu erklimmen. Und was da unterwegs alles passieren kann. Man kann stürzen, man kann fallen, man kann sich die Beine brechen. Das Symbol dafür sind die Krücken. Die Krücken sind letztendlich das, was es an negativen Effekten in der Zukunft mit sich bringen kann, wenn Sie den Wandel eingehen. Überlegen Sie auch hier, was sind es eigentlich für Gefahren, von denen Sie glauben, dass sie auf Sie lauern? Welche Schwierigkeiten müssen Sie vielleicht überwinden müssen? Wo müssen Sie noch etwas dazulernen, weil Sie aktuell noch nicht über die Fähigkeiten verfügen, die Sie glauben zu brauchen? Ein weiterer Punkt, warum man Veränderungen oft gar nicht erst startet, ist die sogenannte Meerjungfrau. Die Meerjungfrau ist ein Symbol für das Gute des Status Quo. Ich will doch gar nicht auf den hohen Berg. Ich will doch am Meer bleiben. Ich will die Zeit mit meiner Meerjungfrau verbringen und in der Sonne sitzen und mir eine gute Zeit gönnen. Doch was passiert, wenn Sie tatsächlich in dieser alten Welt verhaftet bleiben? Dafür gibt es als letztes Symbol das Symbol des Krokodils. Die alte Welt bringt auch Negatives mit. Sie bringt Gefahren mit sich. Wenn Sie und Ihr Unternehmen sich nicht verändern, was passiert dann in der Zukunft? Was passiert in 2, 3, 5 Jahren? Wie reagiert der Wettbewerb auf neue Situationen und überholt er Sie vielleicht? Ich möchte Sie nun einladen, die Gedanken, die Sie sich vielleicht in den letzten Minuten schon gemacht haben, nun tatsächlich auch auf Papier zu bringen und zu visualisieren. Spielen Sie mit einzelnen Elementen, die Sie aktuell in Ihrem Unternehmen wahrnehmen. Positionieren Sie sie in die verschiedenen Bereiche und überlegen Sie auch, ob die Relation zwischen den einzelnen Bereichen stimmig ist. Und überlegen Sie dann auch für sich persönlich, was ist eigentlich das größte und wichtigste und emotional aufgeladenste Element dieser 4? Ist es tatsächlich der Goldpot? Oder werden Sie angetrieben vom Krokodil?
Beides kann sie zum Dream Space führen, aber auf der einen Seite ist es ein Weg von und ein Operieren mit Angst und auf der anderen Seite ist es ein Hinzu und ein Operieren mit sehr positiven Gefühlen. Oder sind es vielleicht die Krücken, die Sie besonders bewegen? Haben Sie das Gefühl, den Herausforderungen überhaupt nicht gewachsen zu sein und erscheint deswegen dieser Bereich so besonders groß? Oder sagen Sie vielleicht sogar, eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm. Eigentlich habe ich doch meine Meerjungfrau hier im alten Unternehmen und in der alten Welt. Ich will mich gar nicht so sehr ändern. Positionieren Sie also Ihre Elemente, lassen Sie das Ergebnis auf sich wirken und wenn Sie wieder bereit sind für den nächsten Schritt, dann freue ich mich, Sie gleich wieder zu sehen im nächsten Video. Wie immer mein Angebot an dieser Stelle, wenn Sie das Gefühl haben, Sie kommen nicht weiter, oder aber es triggert etwas in Ihnen, dass Sie sagen, ja, ich möchte jetzt sofort meinen Change starten und Sie brauchen vielleicht einen Sparringspartner dazu, dann zögern Sie nicht, drücken Sie den Button, vereinbaren Sie einen Termin mit mir und wir nehmen uns eine Stunde gemeinsam Zeit.